Okay, ich fange mal von vorne an. Also, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Es geht um Krass in der Cloud. Und ja, viel Spaß. Dankeschön. Genau, jetzt geht es noch mal ein bisschen detaillierter um Actinia und wie aus, also wie wir Kraskis eigentlich in die Cloud gebracht haben und wie Actinia entstanden ist. Das überspringe ich jetzt mal. Für die, die neu dazugekommen sind, sage ich es vielleicht doch noch schnell. Wir sind eine kleine Firma aus Bonn, auch eng verpartnert mit Terrestris. Wir heißen Mundialis, ich bin Carmen und wir machen viel Geodatenprozessierung und nutzen auch sehr viel Kraskis dafür. Wie viele gute Dinge fängt alles mit einer Idee an? Als die Sentinel-Daten aufkamen und immer mehr wurden, kam irgendwann das Paradigma auf, die Algorithmen zu den Daten zu bringen und nicht mehr alles lokal zu rechnen, sondern da zu rechnen, wo die Daten sind. Außerdem müsste man es irgendwie vielleicht schaffen, die Kraskis-Funktionalitäten per HTTP nutzen zu können. Und das Ganze wurde dann genannt GRAS, GRAS as a Service. Das waren die Anfänge damals noch. Und das alles führt dann dazu, dass man Kraskis in die Cloud bringt. Um zu verstehen, wie man das machen kann, muss man erstmal ein paar Grundkonzepte von Kraskis verstehen. Und zwar, wie das Kras-Format funktioniert. Also erstmal gibt es die KrasDB, das ist die Kras-Datenbank, wo die ganzen Daten liegen, die ganzen Geodaten. Und die ist aufgeteilt in mehrere Locations. Das ist dann an einen EPSG-Code gebunden und innerhalb einer Location kann ich mehrere Mapsets anlegen. Also für jedes Projekt würde ich dann eine einzelne Mapset anlegen und dann darin arbeiten. Und innerhalb einer Mapset gibt es dann ganz viele verschiedene Geodaten, Rasterdaten, Vektordaten oder auch raumzeitliche Geodaten. Außerdem arbeitet man mit Kraskis mit verschiedenen Modulen. Da gibt es, ich glaube, um die 400 verschiedene. Und es gibt ganz einfache sozusagen, wie zum Beispiel vClip, wo man wirklich einfach nur einen Clip ausführt. Und es gibt aber auch viel komplexere, wo viel mehr Sachen hintereinander ausgeführt werden und das eigentlich schon fast eine Prozesskette ist. Und dabei stehen die Buchstaben immer, also V zum Beispiel für Vektordaten, R für Rasterdaten, G sind generelle Kras-Kommandos. So kann man sich das so ein bisschen einordnen. So, und wie haben wir das jetzt gemacht? Wir haben eine REST-API obendrauf gesetzt. Und diese REST-API, die verwaltet Locations, Mapsets und Geodaten als Ressourcen, auch raumzeitliche Daten. Und außerdem ermöglicht sie die Verwendung von diesen ganzen Kras-Modulen, die man gesehen hat, sodass man die auch per REST aufrufen kann. Außerdem, das hatte ich eben auch schon im Vortrag gesagt, braucht man irgendwie ein User-Management. Wenn man lokal mit Kraskis am PC arbeitet, dann ist man der eigene User und rechnet und hat vielleicht noch ein paar andere User, aber wenn man das in die Cloud bringt, braucht man eben ein richtiges User-Management dafür. Und außerdem, ihr wisst ja jetzt, was ein Mapset ist, ist es problematisch, wenn mehrere User gleichzeitig auf ein Mapset zugreifen und darauf arbeiten wollen. Deshalb haben wir auch ein Mapset-Locking eingebaut. Und irgendwie muss man diese ganze Kras-Datenbank auch noch managen können. Das sieht dann so aus. Links sieht man die Daten, die Kras-DB. Das ist aufgeteilt einmal in die persistente Datenbank, die read-only eingemountet wird. Da werden so grundlegende Geodaten schon von Anfang an reingeladen, die man eben für das Projekt generell braucht. Und außerdem gibt es noch die User-Datenbank, wo wirklich userspezifisch, in dem Fall ist das gruppenspezifisch, eine Datenbank angelegt wird, wo dann User-Daten reingeschrieben werden. Und wenn ein Prozess gestartet wird, dann wird das in eine sogenannte Actinia-Node eingemountet. Das sieht man rechts. Das ist im Prinzip auch Kraskis und oben drauf oder drumherum, wie man möchte, die Actinia-REST-API. Und die notwendigen Daten werden am Anfang ermittelt, je nachdem, wie die Prozesskette aufgebaut ist, und eingemountet. Und es gibt verschiedene Arten zu rechnen, flüchtig oder persistent. Und beim persistenten Rechnen werden auch wieder Daten zurückgeschrieben. Wenn man das ein bisschen abstrahiert, dann hat man die Kras-Datenbank und hat Kraskis mit Actinia obendrauf. Und damit diese ganzen Nodes nicht unabhängig voneinander existieren, gibt es noch eine Redis-Datenbank dahinter, die zentral alles verwaltet, zum Beispiel die User. Wenn ich mich authentifizieren will, weiß ich ja nicht, mit welcher Node ich spreche, und das ist ja auch egal.
aber dann wird in der Redis-Datenbank nachgeguckt, ob ich jetzt ein richtiger Nutzer bin oder nicht. Außerdem wird da auch Prozessmanagement abgelegt, das heißt, wenn ein Prozess gestartet wird und rechnet und ich möchte anfragen, wie weit ist denn dieser Prozess, dann habe ich keine Garantie, dass ich wieder bei der gleichen Node lande. Deshalb guckt einfach jede Node in dieser Redis-Datenbank nach, wo dann abgelegt wird, ob der Prozess gerade läuft, ob es ein Problem gab oder ob er schon fertig ist. Drumherum haben wir dann auch Docker gepackt und auch die eben im vorherigen Vortrag schon erwähnten Komponenten. Und da haben wir auch schon verschiedene Erfahrungen gesammelt und verschiedene Sachen ausprobiert. Und es ist wirklich oft projektabhängig, was da am besten zu passt. Das Ganze führt dann dazu, dass CrassGIS in der Cloud gelandet ist. Wenn jetzt ein Nutzer damit kommunizieren möchte, das habe ich eben schon ein bisschen erklärt, fragt er einfach eine HTTP-Adresse an und irgendein Node antwortet, und das kann dem Nutzer auch egal sein, welcher das ist, und bekommt eine Antwort zurück. Das sind jetzt mal ein paar Beispielanfragen. Also links sieht man ein Get auf die Locations, dann bekommt man alle CRASS-Locations zurück. Rechts sieht man ein Get auf die Mapsets, die in der Location NC-SBM08 sind. Das ist so eine Standard-CRASS-Location, wo ganz viele Testdaten schon existieren. Und man kommt dann eben in JSON zurück, wo eine Liste drin steht. Ich trinke mir gerade einen Schluck. Jetzt kann ich auch noch einzelne Geodaten anfragen, zum Beispiel Rasterlayer, und bekomme dann alle Rasterlayer in einer bestimmten Mapset aufgelistet. Und es gibt auch noch verschiedene einzelne Funktionen, zum Beispiel Renderfunktionen, sodass man direkt über den Browser sehen kann, wie das Raster aussieht. Entschuldigung. So, das hatte ich eben auch schon bereits erwähnt, dass man auch prozessieren kann. Man kann flüchtig und persistent rechnen und je nachdem wird das Ergebnis dann zurückgeschrieben in die CRASS-Datenbank oder auch nicht. Und wenn es nicht zurückgeschrieben wird, dann wird das verschoben auf einen Storage und dann kann man sich da das Ergebnis runterladen. Und wie man prozessieren möchte, da gibt es auch verschiedene Varianten. Das ist jetzt die Variante, wie man Nutzer definiert prozessieren möchte. Da kann man diese ganzen CRASS-Module, die ich vorhin schon erklärt hatte, aneinanderketten und hintereinander ausführen und auch zum Beispiel Python-Skripte einbauen oder auch Kommandozeilen-Tools einbauen. Also das ist nicht nur auf CRASS beschränkt, sondern ziemlich erweitert, sodass man auch seine eigenen Skripte schreiben kann und da einbauen kann. Und rechts sieht man jetzt ein Beispiel. Da wurde das Modul AirSlopeAspect aufgerufen und das wird flüchtig gerechnet und anschließend sieht man den Exporter, wie das dann als GeoTIFF exportiert wird, dass man dann das Ergebnis runterladen kann. Und so sieht dann ein Beispiel-Request aus, in dem Fall jetzt mit curl. Ich poste das JSON, was wir eben gesehen haben, gegen einen Actinia-Endpunkt. Actinia antwortet mit einem JSON mit dem Status. Ich polle den Status und irgendwann sagt Actinia, okay, ich habe alles erfolgreich berechnet, hier sind URLs, da kannst du das Ergebnis angucken. Und dann frage ich diese URLs an und bekomme das Ergebnis. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einen Webhook direkt mitzuschicken, wenn man den Prozess startet. Und dann wird man benachrichtigt, wenn der Prozess fertig gerechnet wurde. Dann gibt es noch, wenn man nicht nutzerdefiniert rechnen will, eine ganze Reihe von vorbereiteten Endpunkten. Hauptsächlich Sentinel-Prozessier-Endpunkte. Und das hat eben auch verschiedene Vorteile. Vorhin habe ich ja gesagt, dieses neue Paradigma, die Algorithmen zu den Daten zu bringen, dass eben schon vorgefertigte Importer-Funktionen da sind, die dann zum Beispiel an das ESA-API-Hub angeschlossen sind oder auch an verschiedene andere. Es gibt auch welche, wo man noch einen Vorteil hat, dass man nur ein einzelnes Band runterlädt und nicht irgendwie die ganze Szene runterladen muss. Oder auch zum Beispiel die Dias-Plattformen, wo man dann wirklich die Daten einmounten kann, wenn Actinia jetzt zum Beispiel da deployed wäre. Und das ist jetzt ein Beispiel für so einen vorgefertigten Endpunkt. Oben sieht man, dass man Sentinel-2 prozessieren möchte und ein NDVI rechnen möchte von einer ganz bestimmten Szene. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Und am Ende kann man sich auch das Ergebnis dann angucken. Da gibt es auch zwei Ergebnisse. Das ist jetzt nur so ein Quick-Look-Vorschaubild mit einer Legende. Und man kann aber auch dann das riesige Geotiff runterladen. So, gibt es noch mehr Features? Ja, gibt es. Ich werde jetzt nicht alle im Detail erklären, aber mal ein paar Beispiele rauspicken. Zum Beispiel ACE, das ist die Actinia Command Execution. Das ist ganz praktisch für Menschen, die krass schon kennen und auch schon viel damit arbeiten und über die Kommandozeile bedienen, weil man sich dann nicht diese ganzen Prozessketten-JSONs selbst schreiben muss, sondern man kann seine krass-Befehle wie gewohnt eingeben und damit wird das automatisch dann an Actinia geschickt und nicht am eigenen Rechner, sondern an eine entfernte Installation. Ja. Und ein Ausblick, was wir jetzt noch weiter machen wollen. Also wir sind noch dabei, so eine Art Prozesskettenmanagement zu entwickeln, dass man eben nicht seine Prozessketten lokal speichern kann, sondern dass das auch Actinia selbst übernimmt und dass man die auch vielleicht mit anderen Nutzern teilen kann. Und außerdem, was auch noch recht wichtig ist, momentan ist der Mechanismus so, dass die Prozesskette analysiert wird und dann wirklich nur die Daten eingemountet werden, die gebraucht werden. Und das führt im Moment dazu, dass wir nicht reprojizieren können innerhalb von einer Prozesskette, was aber eigentlich auch noch ein ganz wichtiges Feature wäre, was wir auch bald entwickeln wollen. So, dann gibt es noch Neuigkeiten. Nicht mehr ganz so neu, aber Actinia wurde letztes Jahr auch zum OSGEO Community Projekt gewählt. Und man findet schon verschiedene Dinge auf GitHub, also den eigentlichen Code oder auch Docker-Beispiele, die man ausprobieren kann, bei sich lokal testen kann und auch verschiedene Plugins für Satelliten-Plugin oder Statistik-Plugin, die eben dann besondere Berechnungsendpunkte bereitstellen. Jetzt war ich ziemlich schnell, aber vielleicht gibt es ja dafür umso mehr Fragen. Ja, ich hätte schon mal eine Frage. Kann man da auch externe Tools mit einbauen sozusagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Atmosphärenkorrektur denke, da würde ich jetzt vielleicht nicht die von Grasf nehmen, sondern vielleicht die neueren Sachen, die gerade in Entwicklung sind oder sowas. Mhm. Könnte ich sowas damit einbauen oder müsste ich das irgendwie extern machen? Das geht, das kann man einbauen. Also wir haben zum Beispiel auch Snappy selbst eingebaut und verschiedene andere Dinge. Das müsste man dann alles in das Docker-Image reinbringen. Aber das liegt ja alles auf GitHub. Das kann man dann einfach abgucken, wie wir das mit Snappy zum Beispiel gemacht haben und reinbringen. Und über diese Prozesskette kann man eben auch Kommandozeilen-Tools aufrufen. Das sind jetzt nicht alle erlaubt aus Sicherheitsgründen, aber das könnte man dann auch freischalten. Und alternativ kann man auch seine eigenen Python-Skripte schreiben und aufrufen, wenn sie in der Installation dann drin liegen. Genau. Und was wir oft machen, ist, dass wir irgendwie Prozesse schreiben und dann das als Krass-Add-on wrappen sozusagen, weil es dann einfach sehr gut in unsere Architektur passt. Und dann können wir es einfach irgendwo hinlegen auf GitHub und dann beim Bauen auch einfach da runterladen und dann ist es integriert. Ja. Ja, vielen Dank. Die Idee mit den Algorithmen zu den Daten bringen ist ja super und wir bei uns in der Abteilung haben da auch schon ein bisschen mit rumexperimentiert und hauptsächlich aber mit Google Earth Engine. Und da ist ja schon so, dass die Datensätze komplett vorbereitet sind. Man hat eine API, mit der man auf diese Datenstruktur zugreifen kann. Mit dem MapReduce kann man da auch kontinentale, globale oder länderbasierte Berechnungen triggern, relativ simpel. Können Sie das vielleicht ein bisschen in Relation setzen zu diesem Ansatz? Wie viel Overhead habe ich mit dem File-Management? Ja, wenn ich die Prozesse parallelisieren will, muss ich das machen oder kommt es schon über Ihre API? Das wäre so für den Anwender, glaube ich. Also warum sollte ich von Earth Engine wechseln? Was ist so der Hauptseller bei Ihnen? Das ist cooler, sympathischer Open Source. nein, also natürlich, also
Die Daten halten wir schon hauptsächlich in der CRAS-Datenbank vor, das stimmt schon. Das müsste man dann am Anfang mal importieren, wobei man das auch irgendwie skripten kann. Das muss jetzt nicht alles manuelle Arbeit sein. Und dann ist das aber auch sehr performant, wenn das eben alles in der CRAS-Datenbank liegt. Das setzt natürlich voraus, dass man auch CRAS-Module benutzt und nicht irgendwie viele seiner eigenen Tools da einsetzt. Ja, und alternativ wäre dann, oder nicht alternativ, parallel dazu der große Vorteil, wenn man zum Beispiel mit Sentinel-Daten rechnet, dass man die Installation so hat, dass man wirklich bei den Daten installiert und das eingemountet ist und nicht noch extra runtergeladen werden muss. Vielleicht nochmal zur Orchestrierung. Geht das auch mit externen Tools? Also Prozessierungsketten sind jetzt angedacht, das in Actin ja auch vorzusehen, dass man das definieren kann. Aber könnte man jetzt auch irgendwie das drumherum bauen mit vorhandenen Tools, die irgendwie so orchestrieren und sagen, wenn der eine Prozess fertig ist, dann den nächsten? Ach stimmt, das war noch eine Frage, die ich vergessen habe zu beantworten, mit dem Parallelrechnen. Das muss man auch manuell machen. Es sei denn, man hat irgendwie jetzt den gleichen Prozess für verschiedene Gebiete, dann kann man eben auch 100 Anfragen stellen und das wird dann automatisch alles verteilt. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie es jetzt deployed ist. Also wenn ich jetzt das irgendwie mit Kubernetes deploye, dann gibt es ja einen automatischen Load Balancer, der halt gerade guckt, welcher Node ist frei, wo kann ich rechnen. Ja. Beantwortet das die Frage auch? Gibt es noch Fragen? Dann hätte ich noch eine, und zwar würde mich interessieren, wie es quasi so dann eigentlich im Alltag aussieht, wenn man das verwenden will. Also tut man dann quasi sich zuerst irgendwie einen kleinen Datensatz runterladen, das dann lokal mit CRAS machen und dann erstmal, wenn man so eine Prozesssache durchführt, muss man erstmal probieren, ob das funktioniert und bla und blub. Mhm. Und tut man sich dann diese JSON-Datei bauen und dann hochladen? Also wie sieht das so aus im Alltag, wenn ich jetzt wirklich irgendwie, also bei dir quasi, wenn du jetzt was Analyse machst, wie sieht das Workflow so aus? Mhm. Ich mache es tatsächlich ja lokal im Docker auch direkt und wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie der Prozess aussehen soll, dann würde ich das auch erst mit CRAS-Befehlen machen und das dann auch in so ein JSON umwandeln und das dann abschicken. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann sind wir ein bisschen früher fertig, aber ist auch okay. Danke. Okay.